schönen guten Abend nochmal. Ich kann die Kamera nicht auslassen, das geht nicht. Weil wir gerade gesagt haben, das Schönste ist wirklich einfach mal einen Tag vorher da zu sein. Einfach mal hier rumzuschlendern, sich schon ein bisschen die Neuheiten holen. Ich war auch gerade bei Fiat, die sind fleißig beim Aufbauen, um Neuigkeiten über das Erscheinungsdatum von dem 6D Temp zu bekommen. Aber man wollte mir noch nichts sagen, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich einer der Ersten bin, weil Richtung 1.9.2019 wird es Richtung Zulassungspflicht gehen, auch bei den Reisemobilen. Und so sieht das Atrium aus. Ganz toller Eingangsbereich. Ich selber war auch noch nicht da. Die ganzen Schalter, da sehen wir ein Auto. Das ist sehr oft abgefilmt worden. Meine Schuhe quietschen ein bisschen hier auf dem Boden. Und zwar auf der Messe in Düsseldorf. Gehen wir mal näher hin. Ihr kennt ihn wahrscheinlich jetzt schon. Ich finde es ulkig. Ich finde es nett. Ich finde es hübsch gemacht. Das ist eine Auflockerung für die Straßen. Kostet allerdings auch 1,50 €, wie ich immer so schön sage. Und sieht natürlich geil aus in der Halle. Das ist schon echt der Hingucker. Also hier könnt ihr euren Citroen oder Ducato mit einem Bodykit umbauen lassen. Und der Type H, also ich glaube eins der meist gefilmten Autos auf dem Caravan-Salon 2018. Ich habe ihn mir geschenkt, weil so viele Kollegen mit diesem Auto beschäftigt waren. Und ich weiß ja, ihr guckt auch alle anderen YouTube-Kanäle. Von dem her, wenn ihr Lust habt, gehe ich da auch gerne mal ran. Aber lass mal vielleicht mal die Bilder ein bisschen wirken. Es ist wirklich eine coole Idee. Nur die Felgen hätten wir vielleicht noch ein bisschen anders machen sollen. Aber das ist Geschmackssache wie immer. Aber mit diesen Rundleuchten hinten ist schon eine nette Geschichte. Macht sich gut. Sehr schön. Da oben ist dann der Presseclub. Da ist dann morgen auch die Pressekonferenz. Und hier sind diese großen Schranken da. Kommen dann die Besucherfluten rein. Ich muss mal gucken, ich habe mich nicht schlau gemacht, wie die Eintrittspreise sind, aber das seht ihr ja alle auf der Internetadresse CMT Stuttgart. Und jetzt schleichen wir uns da wieder durch. Nur einen Blick in das Atrium runter. Und hier seht ihr, im Atrium wird dann auch noch einiges gezeigt. Da baut man Bühne auf etc. Also es hat schon echt was Weltstädtisches. Coole Halle. Wir sind jetzt hier direkt mit den Anschlüssen S-Bahn, Busse, also da kommt natürlich auch eine Menge rein. Da steht Detlefs E-Home Coco, auch auf der Messe zerlegt worden, bis ins Detail. Nur, dass ihr seht, also ich finde es jetzt ganz toll, mit der Kamera die Farben ein bisschen einzufangen. Und es gibt schöne Bilder, schönes letztes Gute-Nacht-Video vom Vorbereitungstag auf der Messe in Düsseldorf. Ach, Blödsinn, jetzt geht es mir schon so wie Markus gestern. Auf der Messe in Stuttgart. Also, schlaf gut und bis bald von der CMT. Morgen geht's ran an die Buletten. Also, servus, schönen Abend. Arrivederci.